ich möchte ein kleines Zwischenfazit geben von meiner Woche hier in Berlin, meiner Woche als Schatten einer Bundestagsabgeordneten. Es war super interessant. Es ging gleich am Anfang los mit einem Ausschuss zur Rüstung, wo Experten geladen waren, die sich eben damit befasst hatten, wie man Rüstungsexporte transparenter machen kann und verhindern kann, dass es eben zu weiteren Skandalen kommt, wie eben den Panzerlieferungen nach Saudi-Arabien. Das war extrem spannend. Es hat auch gezeigt, wie dringend es ist, dass wir Grünen mehr Einfluss bekommen, weil eben FDP und CSU doch wieder nur auf die Wirtschaftsinteressen schielen und im Zweifelsfall die Menschenrechte zur Seite legen lassen. Und dann ging es weiter, erstmal natürlich überhaupt das mitzubekommen, wie läuft es mit den Ausschüssen. Und diese Atmosphäre im Bundestag ist natürlich einmalig, die Räumlichkeiten, die Architektur. Man spürt einfach das Gewicht dieser Institution, wenn man sich hier bewegt. Dann gestern war Ausschuss für Technologie und Wirtschaft, da war dann sogar Edmund Stoiber und Roland Berger zu Gast, die erzählt haben, wie sie gemeinsam in der EU versuchen, Bürokratie abzubauen. Man muss ganz ehrlich sagen, also Stoiber, jetzt wo er nicht mehr Ministerpräsident ist, muss nicht mehr ganz so viele CSU-Floskeln bewegen. Er hat auch deutlich gemacht, dass die Maßnahmen, die er vorgeschlagen hat, sowohl von Grünen als auch von ganz Linken in den EU-Parlamenten sehr begrüßt werden. Das war ganz lustig und ja, man hat auch gelernt, dass wir auf jeden Fall in Deutschland auch viel zu tun haben mit der Bürokratie, dass wir im E-Government relativ weit hinten sind im Vergleich zu Staaten wie Estland. Und das können wir natürlich angehen und naja, und Stoiber mal so live zu erleben zum Ausschuss, er ist halt Stoiber, ja, er greift das Wort an sich, er nimmt den Raum an sich. War einfach mal die Stoiber One-Man-Show in live zu erleben, war toll. So, jetzt gehe ich gleich nochmal kurz ins Plenum, schaue mir das an, dann fahre ich nach Bayreuth. Morgen wäre ich eigentlich auch gerne beim Wirtschaftskongress der Grünen gewesen, das hat leider nicht geklappt, weil es keine Plätze mehr gibt. Keine, nicht so schlimm. Dafür bin ich dann am Samstag in Plattlingen in der Oberpfalz und die nächsten 30 Tage nonstop, sowohl auf der BDK, aber natürlich in so vielen Kreisverbänden wie möglich, um einfach den Leuten die Chance zu geben, mich kennenzulernen und was zu erreichen. Also es war eine sehr tolle Woche und ich hoffe, es ist erst die erste von vier. Dankeschön.